Willkommen zurück, Leute, hier bei Let's Play Sly 3 Honor Among Thieves. Wir gehen heute zur nächsten Windmühle. Nachdem ich hier irgendwelche Bomben werfe. Zeitzünderbomben, beziehungsweise. Ich sag mal, Zünderbomben von mir. Naja. Keine Angst, Schätzchen. Ich mache es kurz und schmerzlos. Ja, kümmere dich um diesen PC, Bentley. Er hat ein bisschen Liebe verdient. Wow, das obwohl ich mich nicht mal drauf konzentriert habe. Trotzdem bin ich sehr gut ausgewichen. Bin begeistert. So, den Ball reingeben. Bitte. Jetzt einmal wieder hier rum. War ja jetzt nicht sonderlich schwer. Schwarze Löcher kann man leider nicht kaputt machen, soweit ich das weiß. Das wäre immer sehr praktisch, aber... Ne. Oh mein Gott, was ist das? Das war ein Boss! Ah. Sehr gut! Und jetzt der Flugkontrollturm! Wenn ich den geknackt habe, gehört das System mir! Ja, von mir aus. Dann zum Flugkontrollturm, nicht wahr? Ja. So, du wirst gehackt, ja. Du wirst gehackt! Im Real Life, man! Im Real Life! Tip, tip. Das Einzige, was man mit Bentley meiner Meinung nach nie wirklich gut machen kann, sind Finisher-Attacken. Wobei er da später... ein schönes Upgrade bekommt, nämlich den Gesundheitsextraktor, mit dem man im Prinzip die Gegner instant tötet und sogar zu Medizin verarbeitet. Du brauchst eine Nachbrennkammer, um den Computer zu erreichen. Spring so weit du kannst auf ihn zu und zünde dann den... Aha, mein letzter Gegner! Ja, sorry, aber mal ganz ehrlich, wir wissen, wie man springt. Den Megacode haben sie wohl für den Schluss aufgespart. Wow. Ist jetzt auch nicht sonderlich schwer, aber... Das war jetzt im ersten Moment, wow. Ah, ja. Geht weg. Ah, Schlachtschiffe, die besiegen muss. Dem ich aber die Schüsse aufgehalten. Ah. Schwester war Nummer 2 für mich, glaube ich sogar. Ich habe totalen Zugriff. Moment, der Code ist instabil. Alles wird schneller. Upsala. Windmühlenwurfsterne, was? Dieser Systemfehler könnte uns von Nutzen sein. Okay. Könnte uns von Nutzen sein? Von mir aus. Windmühlig, alles zu Tode. Nach unserer Bemühungen sind wir gut bereit. Das Finale des Assel-Luftwettkampfs. Helm auf, es ist Zeit für die Operation. In ein paar Stunden kämpfen die Teams aus Island und Belgien um den Einzug ins Finale. Die perfekte Deckung für Schritt 1 meines Plans. Sly, begib dich mit Hilfe des Katapults und deines Paragleiters auf die Luftschiffe. Bring dort ein paar Funkteilsender an und komm dann zum Hangar zurück, um dich für das Finale bereit zu machen. Murray, dann kommst du. Reiß mit deinem Ruderboot die Flugzeugfunkantenne ab. Ohne die muss der Baron eine unverschlüsselte Funkfrequenz benutzen, um die Schlachtschiffe zu Hilfe zu rufen. Wenn das geschieht, bringe ich unsere Geheimwaffe zum Einsatz. Und durch die Funkpeilsender schieße ich garantiert nicht daneben. Doch am Ende kommt es auf Sly an. Das ist ein Wettbewerb.
Wettkampf nach dem Ausscheidungsprinzip. Das Team, das den Vorjahres-Champion schlägt, gewinnt. Das heißt, falls der schwarze Baron nicht schon vorher die ganze Konkurrenz ausschaltet. Ja, das klingt doch lustig. Dann gib mir die Mission, Mann. Gib sie mir. Na gut, vorher kann ich einmal ins Thief-Net mal wieder gehen, gucken, Greifkamera. Greifkamera ist auch sehr lustig, die kommt später sowieso zum Einsatz, kann ich sie also direkt jetzt schon kaufen. Und sonst, keine Ahnung, interessiert mich davon fast gar nichts. Ich glaube nicht, dass ich in diesen, ich sage mal, Let's Play zwangsläufig alle kaufe, weil im Prinzip sind sie meistens irrelevant. Da finde ich, waren die Sachen. Au. Ist in Ordnung. Waren die Gadgets, nenne ich es jetzt mal, zwei deutlich interessanter eigentlich. Hier sind sie jetzt weniger wichtig, deswegen brauche ich die meisten nicht und es ist ja immer noch sehr teuer. Ihr seht ja, ich leide immer konstant an Geldmangel. Aber wirklich konstant. Vielleicht nehme ich mir mal Zeit, alles zu kaufen. Mal sehen, aber momentan, nee. Zumal sie mir immer nur Silberzeugs geben, so ein Kerl hier. Von Silber kann ich mir nichts kaufen, ich brauche Gold. Für zu Schwein. Und tschüss Schwein. Wow. Upsala. Ja, geh weg. Das Katapult müsste doch auch für uns funktionieren, ne? Ja. Grandios. Super! Das andere Halbfinale beginnt. So wie diese Typen wüten, wird niemand merken, wenn du auf die Luftschiffe schleichst und einen Peilsender anbringst. Klingt echt simpel. Wo hast du diese Peilsender her? Die sehen seltsam aus. Was Besseres konnte ich so schnell nicht kriegen. Sie reagieren auf extreme Höhenunterschiede. Du musst das hoch oben erledigen, sonst klappt's nicht. Sollte kein Problem sein. Natürlich nicht. Katapult. Vier Stück mal wieder. Okay. Hat ja prima funktioniert. Ja, habe ich ja. Ach so. Muss ich glaube ich auch sofort einsetzen oder irgendwie sowas, weil da gab's noch einen Trick, dass man vernünftig weit kommt damit. Oder auch nicht. Oh Gott. Ich meine, diesmal stehe ich wenigstens. Oh Gott. So. Besser. Der erste Peilsender ist platziert. Wenn ich mich nicht irre, müsste am Flugzeugbug ein Druckventil sein. Damit ja. Bekommst du vielleicht genug Schub zum Abheben. Dann nehmen wir halt den da zunächst. Hurra! Gut gemacht. Zwei noch. Den da drüben und den da. Ha. Es wäre hier sehr blöde, wenn man es überall macht, weil man dann im Prinzip sowieso abstürzen wird. Weil man eben nicht weit genug kommen wird. Deswegen immer schön langsam machen. Dann geht das schon. Super! Nur noch ein Peilsender und wir sind bereit. Ja. Ich würde ja gerne, aber dazu müsste ich auf den da. Obwohl, nee. Wir steuern ungefähr auf den zu, ne? So ungefähr. Es könnte klappen, wenn er jetzt nicht so eine Rechtsbiegung macht. Er macht aber eine Rechtsbiegung, oder? Nee, er macht eine Linksbiegung. Sehr schön. Da müsste ich drauf kommen können. Ja, jetzt besonders. Also, wenn ich jetzt da nicht drauf landen kann, dann spiele ich nie wieder. Sehr schön. Gute Arbeit, Pilot. Ich empfange die GPS-Daten der Luftschiffe. Komm zurück zum Hangar und zieh dich um. GPS-Daten. In Ordnung, Murray. Ich meine, es stimmt, aber naja. Barons wird von drei Stützpfeilern gehalten. Reiß sie weg. Dann stürzt das ganze Ding ein. Keine Angst. Im Rudern bin ich echt gut. Ja. Yeah. Zerstören von Dingen.
sind gut in zwei Dingen gleichzeitig. Kein Problem eigentlich, ne? Ja, kein Problem. Immer wieder einfach nur zurückrudern. Das ist ja auch kein Problem eigentlich. Na, schon Pfosten Nummer 2 kaputt. Und jetzt Pfosten Nummer 3. Gott, da kommt man sich im Weltkrieg vor oder sowas. Wenn ich schon dabei bin. Optionen. Ne, Soundeffekte. Wow. Musiklautstärke. Vielleicht ein bisschen besser, wenn man die Leute dann hören kann. Hoffe ich mal. Herr Curry, hab dich zerstört. Lass das allen erkennen, eine Lehre sein. Mit mir ist nicht zu spaßen. Total unauffällig, besonders weil es unser Emblem trägt. Denke ich jedes Mal wieder drüber nach. Keiner wird das bemerken, dass wir dann die Cooper Gang sind, ne? Diebe und so weiter. Wobei, scheinbar ist es ja egal, ne? In diesem Wettbewerb zumindest. Das ist es! Das Auge des Tigers, Kumpel! Such den schwarzen Baron, schalte ihn aus und der Wettkampf ist vorbei! Und Vorsicht mit dem Gas, das klemmt neuerdings gern. Mach dir nicht so viel Sorgen, wir sehen uns bei der Siegerehrung. Das Gas klemmt. Ah. Das ist unpraktisch. Dann falle ich gerne nach unten, wenn ich kein Gas mehr geben kann. Jawohl, das große Finale. Dafür habt ihr bezahlt, Leute. Ja, das meine ich direkt. Ist ja nur den schwarzen Baron besiegen, ist ja eigentlich insofern nicht das Problem. Schlimmerer wird sein, Munition zu holen und ihn dann wiederzufinden. Unter Umständen vielleicht. Ja, jetzt muss ich gucken, wo er ist. Nicht er. Der da? Nee. Munition holen, macht das hier immer zu einem Problem, ganz ehrlich. Weil ich jetzt erstmal wieder gucken muss, wo er ist. Geh mal bitte aus dem Gesicht weg. Fort mit dir. Was ist der? Der Verkaufsstand hat noch offen. Ich hätte gern was Salziges. Wo ist denn der Kerl? Beinahe in einer Runde platt gemacht, jetzt will ich ihn nicht mehr, oder wie? Oder was? Da blinkt ein Ding da hinten. Ich glaube. Ja. Sehr schön. Endlich habe ich ihn wiedergefunden. Schwarzer Baron, roter Baron. Ja! Flut! Der Waschbär ist gut! Luftschiffe, kommt her und zerstört Coopers Flugzeug! Und bringt ein Ersatzflugzeug mit! Roger Baron, alle Einheiten unterwegs! Bedauere Baron, dieses Jahr wirst du wohl fair kämpfen müssen! Was? Wer ist das? Woher hast du diese Frequenz? Was? Dann aufhören! Ninja-Wurfsterne. Tja! Oh yeah! Das Flugzeug ist der Schrott! Zeit für ein Upgrade! Tolles Upgrade! Lauf nicht weg, du Wiesel! Ein Wiesel bin ich?
Ich hab dich besiegt. Dein Doppeldecker ist Schrott. Aber wir sind beide noch in der Luft, oder? Der Sieger steht noch nicht fest. Lass ihn uns ermitteln. Vorsicht, Jungchen. Ich habe 10 Jahre kämpfen trainiert. Faustkampf ist meine Leidenschaft. Wenn du so kämpfst, wie du fliegst, dauert das nicht lange. En garde! Okay, en garde. Ist prinzipiell der beste Moment, um ihn zu treffen, wenn er da seinen Uppercut macht. Es wird nur dauern. Und wenn man unvorsichtig wird wie ich, sieht das dann immer so aus. Das ist nicht gut. Bin ich ehrlich. Angriff! Tötet diesen Lump! Ja, noch mehr. Da muss er. Na da. Okay. Prinzipiell wirklich kein großes Problem, wenn wir mal ehrlich sind. Allerdings muss man schon ein bisschen Geduld mitbringen bei sowas, weil es einfach dauert. Ganz ehrlich, der Typ hat doch einen echt an der Macke. Oder später treffe ich euch. Okay, dass die jetzt noch mehr Gesundheitsupgrades geben, eigene Schuld. Es wäre schwerer gewesen ohne jetzt. Ach, jetzt haben wir konstant noch eine Schweinewache draußen, oder was? Naja, Tatsache. Weil das jetzt gerade so aussieht, als könnte ich rein theoretisch ihn verprügeln, dabei die Treffer sogar kassieren. Und im Allgemeinen wäre es egal. Ich glaube, das stimmt sogar. Ja. Ein tödlicher Schlag. Das reicht. Du gewinnst, Cooper. Du? Du bist Penelope, die Mechanikerin des Barons. Nein, du bist der schwarze Baron. Früher oder später musste ja jemand dahinter kommen. Ich bin irgendwie erleichtert. Aber, wieso? Lass uns am Boden reden, das ist sicher. Weil Frauen nicht mitmachen dürfen. Oder weil niemand sie ernst nehmen würde oder irgendwie sowas. Das Typische halt, ne? Wenn man nicht wirklich böse ist, sondern nur hintergeht, um irgendwo mitmachen zu können. Ich meine, guckt euch Mulan an. Es war wirklich eine Offenbarung. Penelope und der schwarze Baron waren ein und dieselbe Person. Aber bevor wir diese neue Entwicklung verarbeiten konnten, wurden wir schon zum Siegerkreis gehetzt. Irgendwie wurden wir völlig unerwartet die diesjährigen Champions. Zwischen Bentley und Penelope herrschte eine merkwürdige Stimmung. Wahrscheinlich waren die Fotos, die sie sich übers Internet geschickt hatten, doch etwas schmeichelhaft ausgefallen. Könnte man so sagen. Am selben Abend erklärte Penelope, dass die Verkleidung dazu diente, sie an den strengen Altersanforderungen der Asse vorbeizuschleusen. Nach seinem Sieg wurde der Baron allerdings zu einer Berühmtheit und sie zog das Kostüm immer öfter an. Nachdem der Baron jetzt von der Bildfläche verschwunden war, konnte sie ihren eigenen Weg gehen. Sie trat der Bande ohne Zögern bei. Am nächsten Tag überraschte uns unser neuer Rekrut mit einer einwöchigen Flugtour über Holland.
Sie passte perfekt zu uns. Ja, ist doch schön. Haben wir doch schon mal wieder einen neuen Teamkamerad. Und natürlich mal wieder dasselbe Intro. Kalte Allianz. Wir gucken rein. Ich verabschiede mich aber schon mal von euch, Leute. Beim nächsten Mal halt die Kalte Allianz. Nach einer genauen Betrachtung von Dr. M's Festung kam Bentley zu der schweren Entscheidung, dass seine Zerstörungsfähigkeiten nicht ausreichen würden. Um reinzukommen, würden wir einen echten Zerstörungsexperten rekrutieren müssen. Der Kandidat, den Bentley vorschlug, war trotzdem ein Schock. Mein alter Feind, der Panda-König. Als ein Gründungsmitglied der Teuflischen Fünf war er an der Beseitigung meines Vaters und dem Diebstahl einiger Seiten des Buchs des Meisterdiebs beteiligt. Ich stellte ihn damals zwar und forderte das Gestohlene zurück. Doch trotzdem würde ich dieses Monster niemals im Team aufnehmen. Aber Bentley blieb hart. Er hatte sein Verbrecherleben wohl hinter sich gelassen und war nun ein Mönch, der hoch in den Bergen ein Leben in ruhiger Meditation führte. Ich war nicht überzeugt, aber es ließ sich nicht leugnen, dass er die Fähigkeiten besaß, die wir für unseren Erfolg benötigten. Also packte die Bande ihre Sachen und zog gen Osten. Nach China.